Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich den Lesemonat aus dem Monat Februar für euch. Es wurden insgesamt 7 Titel, die ich auch in Printform hier neben mir liegen habe. Eins davon habe ich allerdings komplett als Hörbuch gehört, weil ich im Februar mehrfach in Stuttgart war und da bietet es sich irgendwie an, bei einer 3-Stunden-Fahrt pro Weg dann auch mal ein Hörbuch anzumachen. Und das erste Buch habe ich auch komplett, fast komplett auf der Fahrt gehört. Ich höre ja immer auf doppelter Geschwindigkeit, weil mir diese einfache einfach viel zu langsam ist. Und dementsprechend war ich da auch relativ schnell durch. Ich höre meine Hörbücher ja immer über die App BookBeat. Das habe ich euch ja schon mehrfach erzählt. Das ist einfach eine App für Hörbücher, aber auch für E-Books. Es gibt, glaube ich, mittlerweile über 500.000 Stück. Also da lohnt es sich auf jeden Fall mal, in dem Angebot zu stöbern. Da ist für jeden was dabei, sei es jetzt, wie ich gerne lese, Fantasy oder New Adult. Es gibt aber auch super viele Thriller oder Psychothriller oder. Und eben auch manchmal auch E-Books, die sich da tummeln. Zum Beispiel die Cards of Love-Reihe von Nina Tramontani findet man dort als E-Book, da habe ich nämlich gerade gestern angefangen, den zweiten Band als E-Book zu lesen, damit ich abends im Bett nicht die Printform in der Hand halten muss. Ich kann euch die App wirklich nur wärmstens empfehlen. Es gibt eine Sleep-Funktion, das heißt, ihr schaltet euch, wenn ihr im Bett liegt und noch ein bisschen Hörbuch hören wollt, einfach den Sleep-Timer auf 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, wie ihr wollt, und dann beendet die App automatisch das Hörbuch nach 15 Minuten. Und selbst wenn ihr nach 5 einschlaft, müsst ihr maximal 10 Minuten zurückspulen. Also das ist schon eine richtig gute Funktion. Ich schlafe nämlich grundsätzlich jeden Abend bei meinem Hörbuch ein. Also für mich lohnt sich das ungemein, dass ich diese Funktion habe. Stöbert einfach mal durch. In der Infobox gibt es einen Link zu meinem Profil. Und da stelle ich euch auch immer wieder Hörbücher vor, die mich begeistern konnten. Und darüber könnt ihr auch 30 Tage die App kostenlos nutzen. Jetzt würde ich aber sagen, starten wir mit dem ersten Buch, das ich im Februar gelesen habe. Und zwar ist das Du bist mein Lieblingsgefühl von Kira Kroh. Und ich liebe Kira und ihren Schreibstil einfach ungemein. Der Name des Protagonisten hat mich ein bisschen getriggert. Und die Geschichte zwischen den beiden hat auch ein paar Parallelen zu meinem aktuellen Gemütszustand. Also es war schon, ja, so mit einem lachenden und einem weinenden Augen, als ich dieses Buch gehört habe. Aber darum soll es jetzt heute nicht gehen, sondern um den Inhalt der Geschichte. Wir begleiten unsere Protagonistin Nela und unseren Protagonistin Max, die beide unterschiedlicher nicht sein können. Max ist der totale Romantiker und möchte unbedingt irgendwann im Leben heiraten und eine Familie gründen und ist da auch so ein bisschen passiv-aggressiv dahinter, dass auch sobald irgendwie nur eine Frau in der Nähe ist, die sich für ihn interessiert, dass er da schon direkt die Hochzeitsglocken läuten hört. Und ja, das ist ja so ein Klischee, dass eigentlich Frauen nachgesagt wird, aber ja, hier ist es eben Max. Und dann haben wir auf der anderen Seite Nela, die die absolute Nicht-Romantikerin ist, die alles nicht verabscheut, aber alles nicht braucht, was mit rosa Wölkchen und Herzchen etc. ist und eigentlich mit ihrem Single-Leben sehr, sehr zufrieden ist. Sie arbeitet in einem Plattenladen, den sie eben auch selbst eröffnet hat und ist total unabhängig, hat ihre paar Freunde, mit denen sie regelmäßig Dinge unternimmt und irgendwie reicht ihr das auch, bis sie eines Tages mit besagten Freunden eine Wette abschließt, sich einen Spaß draus zu machen, einfach mal just for fun ein Brautkleid anzuprobieren. Und genau dort stolpert sie Max über den Weg, der gerade seiner besten Freundin dabei hilft, eine Corsage anzuziehen. Und natürlich gehen dann beide davon aus, dass der jeweils andere bald heiraten wird. Und ja, das macht das Chaos natürlich perfekt. Die beiden laufen sich immer mal wieder über den Weg, weil Max auch in die Nähe des Plattenladens zieht. Und ja, es ist einfach eine super schöne Geschichte mit sehr, sehr vielen Missverständnissen. Und normalerweise mag ich es ja nicht, wenn die Leute nicht kommunizieren, sondern einfach eine Geschichte sich auf Missverständnissen aufbaut. Hier hat es aber super gut gepasst, weil eben diese Ausgangssituation so eigentlich eindeutig war, dass man das gar nicht hätte falsch verstehen können.
Ich habe es sehr, sehr gern gelesen und kann es wirklich so für zwischendurch, ich sage immer für zwischendurch, es ist jetzt keine Geschichte, die wahrscheinlich monatelang in meinem Kopf rumspuken wird, aber die Geschichte ist einfach schön für zwischendurch und ich habe sie sehr, sehr gerne gelesen, beziehungsweise gehört. Das nächste Buch habe ich euch sehr, sehr oft bereits in die Kamera gehalten und jetzt ist es endlich von meinem Stapel der ungelesenen Bücher verschwunden. Und zwar ist das »Wo sich Licht im Wasser bricht«. Einerseits denke ich mir, endlich ist es von meinem Sub runter. Andererseits denke ich mir, okay, jetzt haben wir das Problem, dass ich eine neue Reihe gestartet habe und eigentlich ja offene Reihen erstmal minimieren wollte. Okay, jetzt haben wir eine neue, aber es war es wert, Leute, es war es wert. Ich habe das Buch auch super gerne gelesen, beziehungsweise habe es auch gehört zum größten Teil. Ich war ja mehrfach in Stuttgart und ja, da habe ich auch dieses Buch hier gehört. Zum einen haben wir Enya, die gerade so ein bisschen Roadtrip-mäßig im Land unterwegs ist. Sie ist auf der Suche nach Teilen ihrer Familie und macht sich mit ihrem kleinen Camper auf den Weg auf die Spuren ihrer Mutter quasi. Und alles, was sie hat, ist eine Postkarte aus San Diego. Also schnappt sie sich ihren Camper und düst dahin, mit Unterstützung ihrer Pflegeeltern natürlich. Sie strandet in San Diego und ja, das Erste, was sie macht, was auf ihrer Bucketlist steht, ist ein Besuch am Meer, weil sie noch nie am Meer oder schwimmen war. Sie unterschätzt das ganze Meer- und Strömungsding auch so ein bisschen und gerät da ein wenig in Gefahr. Doch dann kommt natürlich der liebe Jonah ihr zu Hilfe, unser männlicher Protagonist, und rettet sie aus den Fluten, verschwindet dann aber direkt. Das hat für mich so ein bisschen Ariel-Feeling gehabt. Kurz mal gerettet und dann schon wieder verschwunden. Aber wir lernen Jonah immer besser kennen, auch dadurch, dass manche Kapitel aus seiner Sicht geschrieben sind, und lernen dann auch ganz schnell, welches soziale Problem er hat. Er hört nämlich nicht mehr und er möchte nicht bemitleidet werden und er möchte auch nicht, dass dieses Mädchen davon erfährt. Aber natürlich geht sie ihm nicht aus dem Kopf und er geht ihr nicht aus dem Kopf, und auf einer Strandparty kommen sie sich zufällig oder begegnen sie sich zufällig wieder, wodurch er dann quasi auch gezwungen ist, mit ihr darüber zu reden, dass er nicht hören kann und dass er eben nicht normal ist. Denn genau so sieht er sich. Er sieht sich so ein bisschen wie, ja, eher so eine Last, und er möchte den Menschen in seinem Leben diese Last nicht aufbürden und hält sich deshalb so ein bisschen aus allem zurück, geht nicht mehr so auf Partys, immer nur, wenn sein Bruder ihn quasi nötigt, mitzugehen und ihn mitschleift. Und zieht sich eben so ein bisschen aus dem sozialen Leben zurück. Aber er ist ein super guter Schwimmer und die Clique rund um seinen Bruder kommt eben auf die Idee, Enya das Schwimmen beizubringen, und wer wäre da besser für geeignet als Jonah. So sind die beiden genötigt, Zeit miteinander zu verbringen, und die Zeit, die sie miteinander verbringen, hat sich für mich richtig schön angefühlt. Wie die Geschichte weitergeht, müsst ihr natürlich lesen, was für Hürden die beiden noch haben und was es auch mit Enya und ihrer Suche nach ihrer Familie zu tun hat oder auf sich hat. Ein richtig, richtig schönes Buch und ich freue mich tatsächlich auch schon sehr auf den zweiten Band. Auf das nächste Buch habe ich mich auch schon sehr gefreut, weil mir der erste Band gut gefallen hat. Und zwar ist das die Brynmawr University Versuchungen. Die Reihe kann man natürlich unabhängig voneinander lesen, aber es wäre natürlich schon sinnvoll, zuerst den ersten Band zu lesen, damit man eben so ein bisschen was über Brynmawr erfährt, weil hier wird darauf nicht mehr so tief eingegangen wie zum Beispiel bei Band 1. Also klar kriegt man noch so ein paar neue Infos über die Universität, aber was es allgemein so mit ihr auf sich hat, erfährt man schon eher im ersten Teil. Nichtsdestotrotz kann man diesen hier trotzdem lesen, wenn man nicht so viel Wert auf das Setting legt. Hier starten wir aber abseits von Brynmawr, nämlich in London, glaube ich. Ja, genau. In London, in einer Bar. Dort treffen wir Nate, der ja gerade Semesterferien von der Uni hat. Und wir treffen Lucas, der in London ist, weil er in der Nähe von London bald eine neue Stelle anfängt. Die beiden lernen sich kennen, verbringen direkt eine wundervolle Nacht miteinander. Also irgendwie spürt man direkt so die Connection zwischen den beiden. Aber natürlich, wie soll es anders sein, verlieren sich die beiden nach dieser Nacht aus den Augen. Und ein paar Wochen später laufen sie sich auf der Brynmawr University wieder über den Weg.
Das Problem dabei ist allerdings, dass Nate Schüler ist und dass Lucas dort als Dozent seinen neuen Job anfängt. Und eine Beziehung zwischen Schüler und Lehrer ist natürlich, wie man weiß, sehr, sehr problematisch und natürlich auch verboten. Die beiden versuchen natürlich auch vehement, sich voneinander fernzuhalten, aber durch super, super viele blöde Zufälle sind sie gezwungen, Zeit miteinander zu verbringen und laufen sich auch ständig über den Weg. Und da dann standhaft zu bleiben und sich seinen Gefühlen, die immer größer werden, sich diese nicht einzugestehen oder ihnen nicht nachzugehen, wird halt immer schwerer. Es gibt noch super viele Plot-Twists in den Geschichten rund um Nate und Lucas. Also es wird auch sehr viel, es werden sehr viel Intrigen gesponnen und auch welche aufgedeckt. Es war schon sehr spannend zu lesen. Also dieses Ding zwischen Nate und Lucas steht nicht komplett im Vordergrund. Es gibt eben auch eine Background-Story, die immer wieder aufgerollt wird. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Ich bin jetzt schon sehr gespannt auf den dritten Teil. Und ja, Dominik schreibt einfach super schön. Ich finde ihn super sympathisch. Ich lese gern seine Bücher. Und ja, deshalb freue ich mich einfach auf den dritten Band. Ein weiteres Buch, das im Februar von meinem Stapel der ungelesenen Bücher verschwunden ist, ist You With A View. Dies ist ausnahmsweise mal ein Einzelband. Es ist eine Rom-Com, da kommt das ja doch ein bisschen öfter vor. Das heißt, ich habe keine offene Reihe gestartet und auch keine beendet damit. Aber ich habe es eigentlich ganz gern gelesen. Mich hat der Klappentext damals so enorm gecatcht, dass ich gesagt habe, ich muss dieses Buch unbedingt lesen. Es geht um Noelle, deren Großmutter gerade gestorben ist. Und sie findet auf dem Dachboden einen Liebesbrief und ein altes Foto von ihrer Großmutter mit einem unbekannten Mann. Und ja, sie startet auf TikTok einen Aufruf mit diesem Foto, um diesen Mann ausfindig zu machen. Kennt jemand einen, der einen kennt? Im Saarland hätte sie damit sofort innerhalb von einer halben Stunde 30 Menschen gehabt, die den Mann kennen. Das Saarland ist einfach wirklich so, du kennst einen, der einen kennt, der einen kennt, der einen kennt. Die Autorin hat die beiden Protagonisten auch sehr, sehr unterschiedlich aufgezogen. Ich hatte am Anfang das Gefühl, Noelle sehr, sehr gern zu mögen, aber im Laufe der Geschichte ist sie mir nicht unsympathischer geworden, aber sie hat manchmal Dinge getan, hat gehandelt, wie ich es nicht getan hätte und das hat mich manchmal ein bisschen verstört und manchmal hat es auch irgendwie für mich nicht gepasst. Und Theo ist ein Charakter, der am Anfang so total überheblich rüberkommt und dann im Laufe des Buches einfach viel, viel netter wird. Theo ist nämlich ihr quasi größter Konkurrent in der Highschool und wie sie eben herausfindet, der Enkel dieses besagten Mannes auf dem Foto. Und gemeinsam mit ihm und dem Großvater, der nämlich auf diesem Foto ist, machen sie einen Roadtrip, der auch super unterhaltsam ist. Also es ist wirklich so ein Mix aus Country Roadtrip meets TikTok oder modernen Punkte. Es ist ein wirklich wilder Mix und es ist auch ein Buch, das sehr, sehr viel Charakterentwicklung zeigt. Und es ist ein Buch, das mich ein bisschen vom Aufbau her an The Things We Leave Unfinished erinnert hat, eben weil man nicht nur eine Love Story quasi hat, sondern zwei. Man sieht die Entwicklung zwischen Noelle und Theo, aber eben anhand alter Briefe und Erzählungen vom Großvater erlebt man die Geschichte deren Liebe auch nochmal mit und das fand ich irgendwie schon sehr, sehr spannend. Es gibt nur eine Sache, die mich am Buch so richtig hardcore genervt hat und das war die Tatsache, dass ich es super anstrengend fand zu lesen anhand der Schriftart. Also sie ist super, super klein und super, super eng und ja, irgendwie so ein Kapitel hat sich dann doch sehr, sehr lang gezogen. Insgesamt hat das Buch 382 Seiten und dadurch, dass es eben so klein geschrieben ist, hat man das Gefühl, es sind 580 Seiten. Ja, also ich habe doch recht lang gebraucht, wobei ich normalerweise für eine Rom-Com 2-3 Tage brauche. Aber ja, das ist, glaube ich, jetzt einfach Meckern auf hohem Niveau oder eigenes Empfinden. Auf das nächste Buch habe ich mich schon echt unnormal gefreut. Als die Verlagsvorschau kam, habe ich es direkt angefragt. Und zwar war das Honesty
von Franzi Kopka. Das habe ich euch jetzt auch schon mehrfach gezeigt und davon erzählt. Ich habe es endlich gelesen, beziehungsweise in dem Monat, in dem es jetzt bei mir ankam, habe ich es auch direkt gelesen. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe es geliebt. Ich habe es einfach von vorne bis hinten geliebt. Mir ist wieder aufgefallen, wie gerne ich Dystopien lese. Und das hat Franzi auf jeden Fall sehr, sehr gut drauf. Ich habe von ihr ja die Gameshow gelesen und die konnte mich schon absolut überzeugen. Jetzt habe ich Honesty gestartet. Es ist, glaube ich, der Auftakt zu einer Trilogie, wenn mich das jetzt nicht alles täuscht. Und endet ganz, ganz böse mit einem Cliffhanger. Also ja, sie hat ja schon angekündigt, dass der zweite Band im Herbstprogramm bei Fischer erscheinen wird. Das heißt, so lange müssen wir gar nicht mehr auf die Fortsetzung warten. Aber der Cliffhanger ist schon sehr, sehr böse. Und da dachte ich mir auch, oh, jetzt noch so lange warten. Und damals wusste ich ja auch noch nicht, weil ich es noch nicht recherchiert hatte, wann der nächste Band rauskommen wird. Der dritte wird dann natürlich noch ein bisschen länger auf sich warten lassen. Aber jetzt erzähle ich euch natürlich noch, um was es in dem Buch geht. Wir treffen auf unsere Protagonistin May, beziehungsweise Meander. May wird sie von Freunden und Familie genannt und sie lebt in Sestebay. Dort gibt es mehrere Gesellschaftsschichten, das sieht man hier auch ganz schön. Ich habe auf den ersten Blick auch gedacht, das sieht irgendwie aus wie so eine Deutschlandkarte. Ja, und je niedriger die Zahl, desto höher der Stand natürlich in der Gesellschaft. Ich glaube, May lebt in Ring 5. Ja, May lebt in Ring 5. Das ist so quasi eher so im letzten Drittel. Und sie ist ganz, ganz lang schon mit ihrem Jugendfreund Aiden zusammen und möchte den natürlich auch heiraten. Denn in Sestebay heißt es, man soll so früh wie möglich heiraten, einfach um in den Ring aufsteigen zu können oder eben ja, ein höheres Ansehen zu haben. Wenn du nämlich zu alt bist, dann wirst du mit irgendjemandem verheiratet oder eben in schlechtere Ringe zum Arbeiten geschickt. Und demnach ist es da ein hohes Ziel, ja, so früh wie möglich zu heiraten. In Sestebay ist es so, dass keine Gefühle herrschen. Also die Leute sind gefühlslos. Sie spüren sowas wie Hass, Wut, Trauer, Eifersucht, Neid etc. nicht. Sie nehmen jeden Tag so eine Tablette, nenne ich es jetzt einfach mal, die heißt Veritab. Und die ja, steuert so ein bisschen ihr Handeln. Und dadurch, dass es eben diese Gefühle nicht gibt, können die Menschen auch nicht lügen. Und jedes Mal, wenn jemand einem anderen eine Frage stellt, muss dieser ja wahrheitsgemäß antworten. Tut er das nicht, fängt diese Veritab-Tablette an, deinen Körper anzugreifen. Das beginnt mit einem Brennen auf der Zunge, in der Kehle. Also wenn du da länger als 3-4 Sekunden keine Antwort gibst, fängt an, dein Hals wie Feuer zu brennen. Und je länger du das Ganze rauszögerst, ich glaube, irgendwo stand irgendwas mit 8 oder 10 Sekunden und dann geht's richtig in körperliche Leiden. Also da kannst du auch dran sterben, wenn du dem einfach nicht nachgibst. Und dementsprechend kann eben keiner lügen und wie soll es auch anders sein? Natürlich gibt es immer Ausnahmen, Personen, die eben doch ja, Gefühle zeigen oder Gefühle in sich haben, aber es eben der Außenwelt nicht zeigen wollen, weil sie nicht wollen, dass sie als Leier verschrien werden. Die wandern nämlich direkt in, ich sag mal, Distrikt 8, in Ring 8 und ja, sind eben Ausgestoßene und wie soll es auch anders sein, gehört May zu denen, die eben auch Gefühle fühlen. Und ihre Familie weiß darüber Bescheid und ihr Freund Aiden weiß darüber auch Bescheid. Und deshalb bekommt sie von ihrem Vater auch öfter so eine andere Tablette, die sie so ein bisschen in Watte packt, die ihre Gefühle so runterfährt, die ihren Geist so ein bisschen runterfährt und sie so ein bisschen duselig macht. Einfach nur damit in schlimmen Situationen niemand mitbekommt, dass sie vielleicht mal ausrastet oder so. Ja, eines Tages passiert das Unglaubliche. Aiden und sie, oder Aiden verspricht einer anderen Frau, sie zu heiraten, um ihr Leben zu sichern. Und May ist am Boden zerstört und meldet sich auf Drängen ihrer Familie bei so einem Partnerschaftsprogramm an. Aber als sie gerade ihre Anmeldung quasi abschließen möchte, kommt eine große Fehlermeldung und
Genau in diesem Moment heißt es, die Regierung macht ein neues Partnerschaftsprogramm. Alle Verlobungen etc. werden gelöst und alle Jugendlichen und alle in einem gewissen heiratsfähigen Alter kommen quasi in verschiedene Camps, wo ihr perfekter Partner gesucht werden soll. Ich glaube, das sind 8 Wochen. Und natürlich hat May Angst, dass sie in diesen 8 Wochen, wo sie dann auch von einer KI überwacht werden, dass da jemand rausfindet, dass sie nicht normal ist, dass sie eigentlich eine Leier ist. Und ja, dann gibt es natürlich noch einen männlichen Protagonisten, der ihr das Leben etwas schwer macht und sie immer wieder provoziert. Und ja, ihr Bruder, der auch mit im Camp ist, kann natürlich nicht immer die Hand über sie halten. Im Camp trifft sie noch eine ganz, ganz tolle Person, mit der sie sich anfreundet. Also es ist eine wunderschöne Geschichte und ja, endet mit einem ganz, ganz bösen Cliffhanger. Ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen. Ich habe es so gern gelesen. Ich habe das Buch, glaube ich, auch innerhalb von 2-3 Tagen durchgesuchtet, weil ich es einfach nicht mehr aus der Hand legen konnte und kann es wirklich nur jedem empfehlen. Das nächste Buch konnte mich dann leider nicht so begeistern wie Honesty. Ich habe mich unnormal drauf gefreut, vor allem, weil ich es auch als Buddy Read mit Lou, Annika und Valerie lesen wollte, beziehungsweise auch gelesen habe, aber irgendwie, ja, war der Buddy Read eher so, habt ihr den Abschnitt durch? Mhm, ja, ich auch. Und, ja, also so richtig ausgetauscht haben wir uns nicht, aber das liegt auch einfach dran, dass wir alle die Geschichte nicht so gefühlt haben. Ich spreche leider von Godkiller. Es ist ja auch wieder so ein Hype-Buch, dieses TikTok Made Me Buy It Gedöns, und das ist bei mir immer so ein rotes Tuch, weil, ja, Hype-Bücher sind bei mir ja oftmals so, dass sie bei mir drunter durchfallen. Nicht immer, aber es passiert leider sehr, sehr oft, weil der Hype einfach im Vorfeld schon so groß ist, dass ja, man einfach nur enttäuscht sein kann, weil die Wahrheit oder die Realität oftmals dem Hype nicht gerecht wird. Wir haben hier eine bunte Truppe aus Leuten, die nach Plainraiden reisen, jeder aus verschiedenen Gründen. Wir haben Elogast, den ehemaligen Ritter, der jetzt Bäcker ist. Wir haben ihn einfach nur Iberogast genannt. Dann haben wir Kissen, die, ja, Godkillerin, die auf ihrer Reise ist, um eben Götter zu töten, die es in dem Land gibt, aber eigentlich nicht geben sollte. Und dann haben wir noch Inara, die quasi die letzte Überlebende ihrer Familie ist. Die Familie wurde auch, ja, brutal abgeschlachtet. Und jetzt will sie einfach nur einen Ort finden, wo sie sein kann, und geht mit Kissen mit. Ja, jeder hat so sein eigenes Ding, das er macht. Und irgendwie hat das Buch, lass mal gucken, 450 Seiten. Und ich habe das Gefühl, dass auf diesen 450 Seiten irgendwie nichts passiert. Also ich kann euch gar nicht so viel zur Geschichte sagen. Einfach nur, dass jeder der Charaktere einen Grund hat, nach Plainraiden zu reisen. Es gibt ein paar Intrigen. Es gibt am Schluss noch einen kurzen Plot-Twist, der das Ganze aber auch nicht mehr rausreißen konnte. Es sind für mich auch Charaktere, die jetzt nicht so ultra hardcore toll ausgearbeitet sind. Ich weiß zwar, wer ist und auch ungefähr grob, was seine Geschichte ist, aber sie konnten mich emotional einfach null catchen. Also egal, was mit denen passiert ist, es war mir eigentlich relativ latte. Ich konnte mit keinem von denen mitfühlen. Es konnte mich einfach nicht überzeugen. Ihr dürft mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es gelesen habt und was ihr dazu sagt. Ob ihr auch findet, dass die Geschichte nur vor sich hin plätschert. Dann gibt es mal einen kurzen Kampf, dann wird nochmal hingeplätschert. Und im Endeffekt hätte man den ganzen Inhalt der Geschichte auch auf 300 Seiten zusammenfassen können, weil ja zwischendrin einfach so viel zähe Momente waren, die zur Geschichte absolut nichts beigetragen haben. Kommen wir last but not least zum letzten Buch, das ich im Februar beendet habe, und zwar ist das Secretly Yours von Tessa Bailey, auch ein Buch aus dem KISS Verlag. Das heißt, diesen Monat habe ich gleich 2 aus dem Hause KISS beendet. Ich bin da ja in der KISS Crew und bin einfach total begeistert von deren Büchern. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein schlechtes Buch von KISS gelesen habe. Nur zur Info, schaut euch unbedingt mal das Sortiment an, beziehungsweise die Programmvorschau für Herbst sollte ja auch dann bald schon rauskommen. Also haltet das auf jeden Fall mal im Auge. Wir haben hier 2 Protagonisten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Zum einen ist das Hallie Welch, die quasi den Blumenladen ihrer
Großmutter übernommen hat, nachdem die gestorben ist. Sie ist auch bei ihrer Großmutter aufgewachsen und ja, Blumen- und Gartenanlage und Co., das ist einfach ihr Leben. Und dann haben wir Julian Voss, was heißt er genau, der auf dem Weingut seiner Eltern groß geworden ist und jetzt nochmal dort zu Besuch ist, um ein Buch zu schreiben. Er ist eigentlich Geschichtsprofessor in Stanton, glaube ich, und ist eben jetzt zurück in Napa Valley, um ja, in aller Ruhe seinen Roman zu schreiben. Die beiden haben eine Vorgeschichte. Es gab da mal einen ja, etwas betrunkenen Abend, wo sie sich beinahe geküsst hätten, und Hallie erinnert sich daran, als wäre es gerade erst gestern passiert, und schwärmt seit diesem Tag für Julian und vergleicht auch alle Männer, die sie trifft, mit ihm, was natürlich für die Männer nicht gut ausgeht. Julian allerdings kann sich nicht an sie erinnern. Er ist vom ersten Moment von ihr gefesselt und hat manchmal auch das Gefühl, dass er sie kennt, aber er kann sie einfach nicht mehr zuordnen. Und ja, Hallie ist natürlich davon sehr, sehr angefressen, weil sie das Ganze so gut in Erinnerung hat und er einfach gar nicht, und kann das irgendwie nicht verstehen. Aber die beiden verbringen immer öfter Zeit zusammen. Er hilft ihr beim Retten des Cork. Das ist ein altes, kleines, ja, Weincafé, nenne ich es jetzt mal, bei dem sie immer mit ihrer Großmutter besucht hat. Und daneben hat das Uncork aufgemacht, so eine hippe Weinbar, die natürlich alle Touristen dann abgrast. Und ja, sie möchte einfach das Cork retten, weil ihr Herz daran hängt, weil das Herz ihrer Großmutter daran gehangen hat, weil sie die Besitzerin so gerne mag. Und sie kriegt da in Julian unerwartete Unterstützung. Julian ist nämlich nicht so, ich nenne es mal, planlos wie Hallie und reagiert nicht aus dem Bauch heraus oder agiert nicht aus dem Bauch heraus, sondern er ist strukturiert, er hat so eine kleine Zwangsstörung, die ihm aber einen Unfall oder ein Feuer von früher verursacht hat, und er muss sich an strikte Pläne halten, sonst kommen diese Angstschübe wieder hoch, und Hallie würfelt da mit ihrer quirligen Art eben seine ganze Planung und Struktur durcheinander. Aber zusammen sind die beiden echt sehr, sehr süß. Und auch dieses Setting mit den Weinbergen hat mir im Nachgang, auch wenn es mich ein bisschen runtergezogen hat, trotzdem sehr, sehr gut gefallen. Passend dazu habe ich übrigens ein T-Shirt an. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist eine Marke aus Hasloch. Das soll eigentlich Weinstraße heißen. Und dadurch, dass ich eben jemanden kenne, der in diesem Bereich arbeitet, bin ich da immer voll addicted. Und sowas als Etsy-Shop-Besitzer, so ein Handmade Kleinlabel da zu supporten, finde ich immer sehr schön, und deshalb habe ich mir auch das T-Shirt hier zugelegt. So viel nur am Rande, aber ja, deshalb hat es mich ja so ein bisschen getriggert, dass es hier eben auch um Weinberge geht. Ihr Lieben, das waren alle Bücher, die ich im Februar gelesen habe. Ihr dürft mir jetzt gerne mal in den Kommentaren verraten, welche ihr davon kennt, gelesen habt, bestellt habt, noch bestellen wollt, etc. etc. Die meisten davon gibt es tatsächlich auch auf BookBeat, also nochmal eine ganz große Empfehlung von mir. Schaut euch die App einfach mal an, 30 Tage kostenlos testen, und wenn es euch dann doch nicht gefällt, dann lasst es einfach sein. Aber ich schwöre darauf, ich würde sie wirklich jedem ans Herz legen. Und ja, das war's jetzt von mir. Ich höre jetzt auf zu babbeln. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!